Herzlich willkommen in der Trias. Trivas? Nicht Trivas, Herr Blümchen. Trias, der erste Teil der Dinozeit. Die Dinozeit dauerte sehr lang, Benjamin. In der Tat. In dieser langen Zeitspanne entwickelten sich ganz verschiedene Dinos, je nachdem, in welcher Umwelt sie lebten. Und am Anfang der Dinozeit, in der Trias, war es also heiß und trocken? Sehr richtig, Otto. Puh, da kommt man ja schon vom Hingucken ins Schwitzen. In dieser Wüstenwelt entwickelten sich die ersten Dinosaurier. Wo denn? Ich sehe keinen. Ich auch nicht. Dann dreht euch doch mal unauffällig um. Ah! Ui, da steht ein Dinosaurier. Der ist nicht echt, Benjamin. Aber er sieht ziemlich echt aus. Ist das ein Plateosaurus? Du hast einen guten Blick, Otto. Mithilfe des Skeletts haben wir am Computer nachgestellt, wie der Plateosaurus ausgesehen haben könnte. Achtung, Otto, ihr kommt näher. Nichts wie weg. Benjamin, der Plateosaurus war ein Pflanzenfresser. Ach ja. Hatte ich ganz vergessen. Ich glaube, er hat es auf den kleinen Baum da abgesehen. Das ist ein Baumfarn. Die Landschaft, die ihr seht, ist keine Wüste, sondern eine Steppe. Nicht ganz so trocken wie eine Wüste. Ha, jetzt frisst er. Ui, der hat aber einen Hunger. Der Plateosaurus musste wohl oft etwas länger nach Nahrung suchen. Darum ist er auch nicht besonders groß geworden. Was? Er ist größer als ich? Für ein Dino ist das nicht besonders groß. Die meisten Dinosaurier in der Trias waren eher klein, verglichen mit ihren Nachfahren in späteren Erdzeitaltern. Oh, können wir da auch hin? Warum nicht? Wenn ihr euch traut. Au, oh ja! Fein, dann schalte ich jetzt um. Tschüss, Plateosaurus. Guten Hunger noch. Oh. Wo sind wir denn jetzt? Willkommen im Jura, dem zweiten Dino-Zeitalter. Nun standen Benjamin und ich in einem verregneten Wald. Auch das war natürlich nur ein Bild in unseren Brillen. Spüren konnten wir den Regen nicht, aber hören, wie das rauschte. Dann hörten wir noch etwas anderes. Da kommt was näher. Das sind aber sehr schwere Schritte. Nach einem sehr großen Tier. Die stampfenden Schritte wurden immer lauter. Und dann brach ein richtiger Gigant durch die Bäume. Benjamin und ich wichen ein Stück zurück. Auch wenn wir wussten, dass das alles nicht echt war. Trotzdem schlug mir das Herz bis zum Hals. Das könnt ihr mir glauben. Ui. Dieser Dino ist ja so riesig wie ein Haus. Darf ich vorstellen? Ein Brachiosaurus. Oh, irre. Der Brachiosaurus gehörte zu den Sauropoden. Mächtige Vierbeiner mit langen Hälsen. Er sieht ein bisschen aus wie Gerda Giraffe. Nur doppelt so groß. Der lange Hals diente auch dem gleichen Zweck wie ein Giraffenhals. Um von den Baumkronen zu fressen? Sie haben es erfasst, Herr Blümchen. Der Brachiosaurus hat fast den ganzen Tag mit Fressen verbracht. Wie langweilig. Nun, er brauchte so viel Nahrung, um seinen riesigen Körper zu versorgen. Zum Glück gibt es hier im Wald genug Grünzeug. Ja, in der Jurazeit regnete es viel. Außerdem war es nicht mehr ganz so heiß wie in Trias. Durch den Regen konnten viele Pflanzen wachsen, stimmt's? Stimmt, Otto. Viele Pflanzen, viel Nahrung. Viel Nahrung, große Dinos. Da oben, Benjamin. Guck mal, am Kopf des Brachiosaurus. Ui, da flattert ein Flugsaurier. Ein Pterodactylus. Auch Flugsaurier waren in Jura schon am Himmel unterwegs. Hoho, der sieht aus wie eine Fledermaus mit einem Schnabel. Sehr gut beobachtet, Herr Blümchen. Flugsaurier hatten Flughäute zwischen ihren Fingern, genau wie Fledermäuse. Irgendwie hatte ich mir Flugsaurier größer vorgestellt, so wie kleine Flugzeuge.
So große Flugsaurier gab es erst in der Kreidezeit. Lustiger Name. Ist das wieder so ein Abschnitt der Dino-Zeit? Ganz genau. Das war das dritte und letzte Dino-Zeitalter. Wollt ihr euch dort auch noch umsehen? Ja! Dann schalte ich nochmals um.